Herzlich willkommen bei Globen.shop. Heute habe ich Ihnen den Schülerglobus Palamondo mitgebracht. Warum ich ihn Schülerglobus und nicht Kinderglobus nenne und warum diese Karte so interessant ist, das erfahren Sie jetzt. Der Schülerglobus Palamondo hat hier einen Audiostift mit dabei. Der wird immer mitgeliefert, ist also nicht extra zu bestellen. Er ist speziell für den Palamondo konzipiert, sodass Sie ihn auch schon vorkonfiguriert bekommen. Sie müssen also nichts aus dem Internet laden. Hier sind alle Audiodateien drauf. Ja, so sieht der Audiostift vom Palamondo Globus aus. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter, die Lautstärkenregelung. Hier haben wir einen Schalter mit einem kleinen Mikrofon. Damit können Sie den Audiostift wie ein kleines Diktiergerät verwenden. Auf dieser Seite haben wir einen USB-Anschluss. Das USB-Kabel wird mitgeliefert. Sie brauchen aber dazu noch ein separates Netzteil oder Sie können es natürlich auch an den Computer anschließen, um diesen Audiostift, der natürlich einen kleinen Akku auch integriert hat, dass Sie ihn also dann immer wieder aufladen können. Hier vorne ist die Fotozelle, mit der dann über den Lautsprecher die Audiodateien abgespielt werden. Hier befindet sich das Informationszentrum meines Globus. Hier kann ich aus 6 Sprachen wählen. Ich wähle jetzt mal Deutsch aus. Und jetzt habe ich hier insgesamt 9 Informationsquellen. Neben Hauptstadt habe ich hier Ja, und weil wir jetzt gerade bei den Nationalhymnen sind, dann lassen wir uns mal hier die Nationalhymne von Japan vorspielen. Wenn ich etwas stoppen will, kann ich zum Beispiel wieder auf mein Land gehen und dann ist die Audiodatei unterbrochen. Ja, nun komme ich zu der Karte, von der ich eingangs auch erzählt habe. Das ist wirklich sehr spannend, nämlich hier kann ich mit dem Globus in Kombination Spiele spielen, entweder alleine oder ich kann es auch zu zweit spielen. Beim Spiel 1 muss ich ein Land suchen, es wird mir also ein Land genannt und ich muss es auf dem Globus suchen. Bei Spiel 2 wird mir eine Hauptstadt genannt und ich muss das zugehörige Land finden. Und genauso funktionieren auch Spiel 3 und 4 mit dem Unterschied, dass ich die Antworten innerhalb von 90 Sekunden finden muss. Ja, probieren wir das mal aus. Äthiopien. Dann schauen wir mal, wo wir Äthiopien finden. Äthiopien. Genau. Los geht's. Kuala Lumpur. Die Hauptstadt von Malaysia ist Kuala Lumpur. Das musste ich jetzt auch erstmal wieder recherchieren. Also, Sie sehen, das ist ein Schülerglobus, kein Kinderglobus, nicht für ganz kleine Kinder geeignet, denn hier wird richtig gefordert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Video und freue mich auf den Besuch auf unserer Webseite globen.shop.